Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Diablo 4 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start und es gibt natürlich mal wieder eine Menge zu besprechen, denn Diablo 4 ist heute in der Früh um 1 Uhr deutscher Zeit im Early Access rausgekommen, also für alle, die die Deluxe oder Ultimate Version haben, um hier gleich dran anzuknüpfen. Ich habe die Ultimate Version für den PC schon verlost, der Gewinner wurde benachrichtigt und hat sich den Code schon eingelöst. Und ich weiß, wirklich viele haben mitgemacht. Ich hatte leider nur einen einzigen Code für den PC, aber ich habe euch ja gesagt, dass ich noch einen für die PlayStation 5 habe. Und der wird heute verlost. Ganz einfach. Es haben so viele mitgemacht. Ich will euch auch was zurückgeben für den krassen Support in diesen Diablo 4 Videos. Und deswegen hier nochmal ganz einfach. Ihr könnt mitmachen, indem ihr einen Kommentar schreibt mit dem Wort Gewinnspiel darin enthalten und schon könnt ihr den PS5 Ultimate Versionscode abstauben. Ich werde den morgen Nachmittag verlosen, damit ihr immer noch was davon habt, im Early Access spielen zu können. Und für eine doppelte Chance könnt ihr noch auf meinem Instagram-Account vorbeischauen. Kartoffel.king heiße ich da, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Da habe ich ein nahezu diabolisches Bild von der Kartoffel gepostet. Und auch da könnt ihr nochmal mitmachen. Einfach dafür den drei Steps folgen und dann habt ihr sozusagen eine zusätzliche Chance zu gewinnen. Machen wir weiter mit dem Launch, denn natürlich ist nicht alles problemlos abgelaufen. Es gab tatsächlich sehr viele Streams, die ich angeguckt habe, die hatten gar keine Schwierigkeiten. Es gab keine Warteschlange, maximal eine Minute, also wirklich nicht der Rede wert. Viel besser als in den Betas. Es gab kein Rubberbanding, also man ist auch sozusagen nicht stecken geblieben auf einer Brücke oder ähnliches. Man konnte ganz einfach durch die Welt laufen, ich habe auch keine Bugs gesehen. Aber diese Leute haben hauptsächlich auf dem PC gezockt und die Probleme waren auf den Konsolen. Die PS5 und die PS4 vor allem, aber wie ich gehört habe, auch die Xbox hatten das Problem, dass sie nicht reinkommen konnten ins Spiel und das sehr, sehr lange. Es gab eine Fehlermeldung, dass die Lizenz abgelaufen wäre und leider waren das auch keine Einzelfälle. Dieses Problem war wirklich stark verbreitet und dementsprechend wurde Blizzard quasi damit zugespammt, was das denn wieder soll, warum schon wieder irgendwas den Launch versaut. Und die wussten also wenige Minuten nach dem Release schon Bescheid, dass hier was im Argen ist und haben verhältnismäßig schnell reagiert und einen Fix rausgebracht. Und ich lese euch mal hier die Nachricht vom Community Manager in den Foren vor. Unsere Teams und unsere Partner haben einige Anstrengungen unternommen, um dieses Problem zu entschärfen. Wenn das Lizenzproblem weiter besteht, dann bitte ich euch, so viele Details wie möglich anzugeben und was zu den Fehlern führt, während wir mit unseren Partnern weiter daran arbeiten. Und ich habe mir mal so ein bisschen Kommentare unter dem Post durchgelesen und es waren immer noch viele, die gesagt haben, dass dieses Lizenzproblem weiter besteht. Also es wurde wohl immer noch nicht vollständig behoben. Bei mir persönlich klappt alles wunderbar. Ich habe mich heute Mittag angemeldet. Ja, als ich gesehen habe, um 1 Uhr geht noch gar nichts, habe ich mir gedacht, okay, dann schlafe ich erstmal und guck mal, wie es später so ausschaut. Und ich konnte jetzt mittags ohne Probleme rein, hatte auch keine Warteschlangen, keine Bugs, kein Rubberbanding, alles wunderbar. Aber dieses Lizenzproblem, da weiß man auch nicht genau, woher das herkommt. Manche sagen, es ist, weil man das Game shared mit einem Freund, dass dann der Freund ran kann, aber man selber nicht, obwohl man das Spiel gekauft hat. Also ganz komische Sachen. Und noch kurioser ist, dass man entdeckt hat, wenn man Ingame-Währungen kauft, dass dann dieses Problem behoben wird. Hier sagt zum Beispiel jemand auf Twitter, die schnellste Lösung besteht darin, die digitale Währung im Wert von 2 US-Dollar zu kaufen. Keine Lüge, es ist, als würde es ihre Lizenz wiederherstellen. Und ja, ich habe mehrere solcher Meldungen gehört. Ich weiß nicht, ob das ein koordinierter Scherz ist, aber wenn das wirklich so ist, dass man eine Ingame-Währung kaufen kann, natürlich die günstigste, aber immer noch 2 Euro, dieses Silber ist ja diese Ingame-Währung von Diablo 4, dass man dann reinkommt. Das wäre ja wirklich der absolute Witz. Ich hoffe also, dass Blizzard das für alle behebt. Und wie gesagt, bei vielen ist das auch schon so, aber noch nicht bei allen. Und weil ich es öfter mal gelesen habe, was den Online-Zwang angeht, beziehungsweise den Zwang, ein Abo abzuschließen auf den Konsolen, das ist schon seit Monaten fest. Also diese Info ist nicht neu. Ich habe auch schon vor 2 Monaten, glaube ich, ein Video darüber gemacht, wo ich mich darüber ausgelassen habe. Und man wusste, dass es einen Online-Zwang gibt für Diablo. Es gibt keinen Offline-Modus. Und wie bei jedem Online-Spiel muss man auf den Konsolen dafür entweder PS Plus oder Xbox Gold haben. Das ist also hier keine Entscheidung von Blizzard, sondern das geben die Konsolenhersteller vor. Also wenn ihr euch bei jemandem beschweren wollt, dann doch bitte bei Sony.
dass das Online-Spielen im Allgemeinen kostenlos sein sollte und da stimme ich übrigens auch zu. Aber machen wir weiter mit einigen Patches, die rauskamen, denn nicht nur dieser Hotfix für das Konsolenproblem mit der Lizenz, sondern auch einige Balance-Änderungen wurden vorgenommen. Da gab es ja viele widersprüchliche Aussagen von den Entwicklern. Erst wurde gesagt, ja, der Day-One-Patch bringt auch Balance-Änderungen. Dann hat der Entwickler gesagt, nee, sorry, ich habe mich vertan. Der Server-Slam hatte ja schon all diese Änderungen, also wird es dabei bleiben. Und jetzt hat man gesehen, Patch 1.02, den man gestern schon vor dem Launch runterladen konnte, wahrscheinlich wurde das bei euch automatisch schon gemacht, der hat doch einige Sachen verändert. Vor allem hat er den Druiden und den Totenbeschwörer gebufft, aber auch der Barbar und der Jäger gehen nicht leer aus. Deswegen gucken wir uns doch mal an, was da geändert wurde. Beim Barbar ist es ein legendärer Aspekt, der erlaubt, dass wenn ihr Call of the Ancients aktiv habt in der Aktionsleiste, dass ihr dann eben einen sozusagen Geist beschwören könnt, der gleiche Fähigkeiten ausführt wie ihr. Und vorher war das so, dass das nur alle 5 Sekunden passieren konnte. Dieser Zusatz mit den 5 Sekunden ist jetzt entfernt worden, also das kann jetzt häufiger passieren. Der Druide kann sich nicht beschweren, denn alle seine ultimativen Fähigkeiten wurden im Prinzip um 20% stärker gemacht, beziehungsweise deren Dauer wurde um 20% erhöht. Da haben wir zum einen Kataklysmus, da ist die Lucky Hit Chance sogar von 62% auf 72% hochgegangen und der Sturm folgt einem jetzt 10 statt 8 Sekunden. Und wie gesagt, bei allen anderen Skills ist auch die Dauer erhöht worden. Bei Versteinern zum Beispiel stunt man Gegner jetzt für 3,75 Sekunden statt 3 Sekunden. Und die kritische Schadenserhöhung bei Bossen wurde von 6 Sekunden auf 7,5 Sekunden erhöht. Grizzlyzorn, das ist die Wehrbär-Verwandlung, dauert jetzt auch 12 statt 10 Sekunden. Ist also ein 20%iger Buff. Und auch Zerfleischung, wo ihr euch in den Werwolf verwandelt, ebenfalls von 10 auf 12 Sekunden hochgesetzt. Beim Jäger macht Preschen, also der Movement-Skill, den so gut wie jeder verwendet, jetzt 36% Schaden bei Gegnern statt 32%, ist zwar hauptsächlich für Mobility, damit man schnell durch die Map kommt und natürlich an Gegnern vorbei, um sich besser zu positionieren, aber den Buff nimmt man trotzdem gerne mit, weil der wirklich häufig genutzt wurde. Ebenfalls bei den Nekromanten wurden die Minions gebufft, im Speziellen der Golem wurde verändert. Erstmal macht er jetzt 21% statt 17% Schaden und anstatt Leichen zu generieren, wenn er Schaden erleidet, absorbiert er jetzt 15% eures erlittenen Schadens und bekommt Leben wieder, wenn er angreift. Also, das ist seine passive, meiner Ansicht nach ein guter Buff, denn eure Überlebensfähigkeit ist wichtiger als Leichen zu generieren, das könnt ihr auch auf andere Methoden machen. Und die aktive Fähigkeit wurde ebenfalls deutlich verändert. Statt bei Gegnern Aggro auf sich zu ziehen und 6 Sekunden lang 30% weniger Schaden zu bekommen, saugt er jetzt Blut von Gegnern ab, verursacht 40% Schaden bei allen und heilt sich um 4% für jeden dieser Gegner. Und der Effekt wird verdreifacht, wenn es nur einen Gegner gibt, also zum Beispiel gegen Bosse. Auch hier finde ich die aktive Fähigkeit deutlich ansprechender, also insgesamt für mich ein guter Necro-Buff. Da wurden ja die Skelette erst genervt, dann wieder ein bisschen gebufft, aber insgesamt sind die immer noch recht schwach auf der Brust, deswegen freut es mich, dass der Golem zumindest ein bisschen besser zuhauen kann mit seiner aktiven Fähigkeit. Und die Elixiere wurden auch genervt, da haben wir zum einen das Präzisionselixier, das hat die kritische Trefferchance, aber auch den Schaden reduziert. Die Chance ist bei allen Elixieren um die Hälfte reduziert worden und der Schaden bei den zwei höchsten angepasst, also erhöht. Und die niedrigen machen dafür aber auch weniger Schaden. Und die Ausweichelixiere haben jetzt ebenfalls eine geringere Ausweichchance, wenn ihr die zu euch nehmt. Das war es erstmal zu dem Day One Patch 1.02. Wenn ihr das also im Hauptmenü seht, dann habt ihr den schon mal. Und dann gab es noch einen Hotfix, den muss man also nicht runterladen. Da verändert nicht die Versionsnummer, aber auch hier wurde tatsächlich ein bisschen was an Änderungen vorgenommen. Zum einen hat die Zaubererklasse hier beim Flammenschild was geändert worden. Und zwar, wenn Flammenschild zum ersten Mal in einem Verzauberungsplatz ausgerüstet wird, wird die volle Abklingzeit erreicht. Beim Schurken die Klassenspezialisierung innerer Blick, nachdem die unbegrenzte Energie von innere Sicht, ja gut, dass er zweimal anders genannt wird, abgelaufen ist, gibt es eine Verzögerung von 4 Sekunden, bevor ein anderer Gegner markiert wird. Also hier ein Nerf, was innere Sicht angeht, ich weiß gar nicht, wie der genau auf Deutsch heißt, aber auf jeden Fall, das ist die Klassenspezialisierung, die man eigentlich immer genommen hat beim Rogue, deswegen, ich bin gespannt, ob dieser Nerf sich krass auswirken wird. Und bei den Items hat man
die Shout-Skill-Abkling-Zeitverringerung von den Affixen bei den Gegenständen entfernt. Und ansonsten wurden auch die Lebenswerte von Monstern in späteren Weltenstufen erhöht, damit das auch nochmal ein bisschen kniffliger wird. So, und jetzt zu guter Letzt möchte ich noch ein bisschen Klarheit reinbringen, da ich viel Verwirrung in der Community und auch bei mir in den Kommentaren gesehen habe, was zwei Themen angeht. Zum einen die Felder des Hasses. Wie genau funktionieren die? Gibt es da wirklich Altäre von Lilith und so weiter? Jetzt weiß ich hundertprozentig Bescheid und kann es an euch weitergeben. Also erstens mal, ja, in diesen PvP-Zonen gibt es tatsächlich Altäre von Lilith. Also da wollt ihr eigentlich auch als PvE-Spieler, als Solo-Spieler, wer auch immer, ihr wollt dahin, ihr wollt diese permanenten Attributserhöhungen. Und da hatte man Angst, muss man wirklich PvP spielen in diesen Zonen, auch wenn man da einfach nur durch muss und sich diese Sachen abholen will. Und die Frage laut einem GameStop-Artikel kann ich mit Nein beantworten. Und da lese ich euch mal vor, wie das Ganze funktioniert. Und zwar wird da erstmal erklärt, wie diese Zone generell funktioniert. Auch für PvE könnt ihr eben Gegner erledigen und diese Saat des Hasses an euch nehmen. Die müsst ihr dann reinigen und während ihr das reinigt, könnt ihr angegriffen werden. Aber ihr könnt auch so ganz normal durchlaufen und müsst euch für PvP als Mark for Blood sozusagen kennzeichnen, und das macht ihr im Schnellrad. Da drückt ihr E auf dem PC, also dieses Emote-Rad sozusagen, wo ihr auch schnell aus Dungeons raus könnt. Und dann erst, wenn ihr euch markiert habt, könnt ihr andere Spieler töten, die ebenfalls diese Markierung haben, also die sich selbst für PvP geflaggt haben. Du kannst nicht markierte Spieler nicht töten und umgekehrt. Das ist der Satz, den ich hier ganz deutlich umrandet habe. Und dann, um das zu entfernen, also um sich vom PvP wieder zurückzuziehen, muss man zum Altar der Reinigung, der sich ebenfalls in der Stadt hier befindet. Also jetzt ist es geklärt für alle, man kann ganz unbehelligt sozusagen durch diese PvP-Felder ziehen und sich die Altäre oder eben die PvE-Aktivitäten holen. Aber wichtig, wenn ihr PvP wollt, dann kann das auch sehr ungemütlich werden, denn ihr könnt davon ausgehen, dass hier Gruppen umherwandern und ihr als Solo-Spieler im PvP nicht so wirklich eine Chance habt. Es ist auf jeden Fall und es soll auf jeden Fall auch sehr unfair sein, aber kann bestimmt auch zu witzigen Momenten führen. Wir machen mal weiter mit dem Twitch-Drops, denn da ist es so, dass es erst am 6.6., also zum offiziellen Launch um 1 Uhr in der Früh losgeht. Erst dann kann man Twitch-Drops verdienen, erst dann kann ich auch welche anbieten. Und ja, ich werde auch ab dem 6.6. häufiger auf Twitch streamen. Ich mache das übrigens auch heute noch, und zwar auf dem offiziellen deutschen PlayStation-Twitch-Kanal. Bin ich jetzt gleich um 18 Uhr, also wenn ihr das Video seht, dann bin ich da schon live mit ein bisschen Diablo. 3 Stunden sind angedacht, vielleicht streame ich danach sogar noch auf meinem privaten Kanal weiter. Würde mich sehr freuen, falls ihr vorbeischaut. Und wie gesagt, viel Glück bei dem Gewinnspiel. Ich verabschiede mich jetzt erstmal. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, cut und ciao. Badududum, United Potatoes, badududum, United Potatoes, badududum.